Ja, ich weiß, es wird Zeit und so weiter. Und viele haben ja darauf gewartet. Was heißt viele? Wird ja nicht auf die Geek. Aber ist ja egal. Aber es haben welche darauf gewartet, dass ich mal wieder mit dem Computer Diary weitermache. Nicht so häufig wie vorher, aber ein paar Sachen mache ich denn schon. Ne? Das ist ja auch nicht immer so interessant, sage ich jetzt mal. Ne? Zumal ich ja auch ein bisschen Tagesgeschäft habe, der kommt in die Kunden und der muss ich reparieren. Und ja, man kann es ja nebenbei ein bisschen, ja, mit inflechten in das ganze Gedönse, ne? Ja, ganz kurz, was ich mache, ist gerade, ich habe da einen Computer, der ist von Dell. Da geht das WLAN nicht, also kannst einschalten, geht nicht, ne? Was machen wir da? Ganz einfach. Kleinen WLAN-Stick neben drin machen und fertig, ne? So. Dann habe ich hier noch einen weißen Toshiba, da könnt ihr den sehen. Genau. Kundin kam her und hat gesagt, ja, das geht nicht und das stürzt ab und Word und Excel und naja, so. Und dann hat er gesagt, wie ist denn das in der Datenhof? Nö, hat alles schon kopiert. So. Ja, ganz klar. Neu machen. Ganz einfach. Ohne dass man da irgendwie groß rumzaubert in der Richtung. Ne? Also wisst ja, time is money. Ja. Okay, da hinten habe ich jetzt gerade noch eine Festplatte dran, da an den anderen Computer. Da hinten, da läuft jetzt gerade eine alte Version von Easy Recovery. Da liegt noch ein Computer, der Kunde hat gesagt, mach mal, da gibt keine Festplatte. Oder kommt nicht, kommt ein Bluescreen oder so, naja, wird die Festplatte kaputt sein. Vorgestern rief er an und hat gesagt, nichts machen, ich bring dir mal einen anderen, da kannst du ja mal gucken. Okay, alles klar. Hier. Das ist so ein, naja, so ein Outdoor-PC, sag ich mal dazu. Ganz schön wuchtig das Ding und sehr, naja, schwer auch. Ne? Der Kunde benutzt den, um sein Auto auszulesen. So. Faktor ist, der hat keine Festplatte drin. Die fehlt. Und wie das immer so ist. Mit solchen Computern, die man denn von irgendwo kriegt, weil die als Leasing-Rückläufer und so weiter und so fort, da werden einfach die Platten rausgezogen, weggeschmissen. Das geht in den Verkauf. Ja, aber manchmal kriegst du so eine Teile dafür nicht. Ne? Das heißt, derjenige, der das Gerät verkauft hat, hat Folgendes gemacht. Der hat in dem USB-Port einen Stick reingesteckt. So, hier, das nennt sich Windows to go. Ja? Also kannst du mitnehmen den Stick und benutzen. Ach, und der ist dann immer abgestürzt mit, ja, dass er den Festplatte nicht finden kann. Und dieser Stick lässt sich weder noch formatieren, noch mit Diskpart löschen. Ne? Also ist er kaputt. Na, so, dann habe ich jetzt mal einen anderen genommen mit der Software. Winto-USB, glaube ich, heißt die. Kriegst du als Freeware, kannst du dir was erstellen, habe ich ja hier gemacht. Um mal zu gucken, ob das Gerät auch in Ordnung ist, weil ich habe dafür die Festplatte, da habe ich keinen Einschub. Ne? Das ist ja irgendwie alles anders mit anderen naja, Anschlüssen und so weiter und so fort. Habe ich mal einen anderen USB-Stick, wie gesagt, genommen, habe das jetzt installiert. Darauf muss ich halt den Kunden anrufen, da muss man halt einen USB-Stick nehmen. 32 GB reicht völlig aus. Der will ja bloß eine Auslesesoftware drauf haben. Die installiert er sich dann wieder und dann läuft das Ding. Ne? Ja. Mehr gibt es nicht erstmal. Ne, das können wir erstmal machen. Wenn ihr mal Bock habt, wie man so einen Stick erstellt, ich mach's denn mal mit. Ne, also ich zeig's euch denn hier mit. Okay, ihr Lieben, ihr seid ja mal neugierig. Und zwar wollte ich euch ja erklären, wie das ist mit diesem Win2 USB. Ne? Also als allererstes ist mal gesagt, dass ihr euch irgendeine ISO runterladen müsst. Am besten geht mit dem Media Creation Tool von Microsoft. Ne? Das müsst ihr halt starten und müsst sagen, er soll es dann abspeichern. Ne? Hier. Das ist das Media Creation Tool. Kann man sich auch bei Microsoft von der Webseite runterladen. Damit kann man übrigens auch das Upgrade machen von Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10. Ne? Mit diesem Media Creation Tool. Und wenn das soweit durchgelaufen ist, dann werdet ihr gefragt, tatütata, ob ihr da ein Upgrade auf dem PC ausführen wollt oder ob ihr das downloaden wollt. Und dann
nimmt er einfach diese Option Download. Ne? Anschließend startet er dieses Win2USB-Tool. Ihr müsst natürlich den Stick reinlegen, ne? Der wird dann auch. So, hier ist nochmal diese Windows Media Creation Tool. Gerade vorgesprungen. So. Hier ist es Win2USB, ist die freie Version, keine kommerzielle Nutzung. Ne? Hier müsst ihr dann die Image-Datei raussuchen. Die habe ich schon mal runterladen unter Downloads hier. Ne? Öffnen. So, dann ist sie drin. Bei der freien Version könnt ihr halt keine Pro oder sowas machen. Da müsst ihr halt die oben nehmen. Ne? So. Dann geht er weiter und sucht das Ziellaufwerk aus. Da ist jetzt hier kein USB-Stick drin. Da müsst ihr USB-Stick reinstecken. Da müsst ihr das Ziellaufwerk auswählen und auf Weiter. Und dann läuft hier in der Mitte eine Uhr. Da kopiert er quasi die Dateien wie bei einer Installation auf den Stick. So, und wenn er damit fertig ist, dann nehmt ihr den Stick raus und geht dann in den passenden Computer und steckt den da rein. Das läuft dann wie eine Installation ab, also wie der letzte Teil der Installation. Und anschließend sollte er dann fertig sein und so aussehen. Anschließend startet er dann so, macht dann quasi die Einrichtung etc. pp. Da müsst ihr dann auch im Benutzer eingeben und so eine Sachen alles. Ne? Und wenn ihr jetzt damit an einen anderen PC geht, dann macht er diese Einrichtung quasi nicht mehr. Ne? Aber ich würde den aber trotzdem nochmal hier dran lassen. Ne? Hier ist jetzt mal so ein Teststick. Habt ihr mal ausprobiert, ob ich das mit der Freeware auch hinkriege. Jetzt rufen wir halt den Kunden an und dann können wir das vielleicht machen. Müssen wir bloß einen 32er Stick nehmen oder 64er, je nachdem, was er will. Gut, also in diesem Sinne sagte ich ja schon, macht's gut. Ne? Und ihr könnt da ruhig mal ein Abo da lassen oder Daumen runter. Wie immer. Ne? Alles klar. Haut rein, ihr Lieben.